Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die aktuelle Monatsbox aus dem Monat April und in die Fragrance Edition. Also die habe ich jetzt einmal hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir starten mit der Fragrance Edition. Die hat 65 Euro gekostet. Man kann da auch immer mal wieder ein bisschen was drauf sparen, zum Beispiel mit meinem Code CLAUDIWELT, der ist nur für euch. Und hier habe ich 65 Euro dann quasi für bezahlt, abzüglich Rabatt. Und habe hier nicht nur ein paar Parfümminiaturen mit dabei, sondern auch einen 65 Euro Parfümgutschein. Und das war eigentlich für mich persönlich so ausschlaggebend, denn dann kann ich quasi ein Parfüm in Originalgröße auf der Lookfantastic Homepage nachshoppen mit dem Gutschein, den ich dann auch per E-Mail erhalten habe. Und wir werfen jetzt hier einmal einen Blick hinein. Von innen ist sie einfach gelb. Wir haben diese Box leider nicht mehr verfügbar, also wir vor allem nicht. Ne? Also die ist nicht mehr dort verfügbar, aber die kommt immer mal wieder rein mit unterschiedlichen anderen Parfums. Sobald das verfügbar ist, poste ich euch das sowohl hier auf YouTube im Community-Tab als auch bei Instagram. Ne? Schaut da super gerne mal vorbei, dann verpassen wir das nicht, weil die ist bei mir eingetroffen und war dann schon online ausverkauft. Und ja, Lücke, Noun, also Lücke heißt Happiness, Good Luck, Fortune. Und das finde ich süß, ne? Das ist eigentlich eine Box, die dann quasi rehabilitiert wurde, denn Lookfantastic The Box wurde jetzt ja umgestellt auf diese Verpackung. Aber wir gucken jetzt hier mal rein. Also, wie gesagt, 65 Euro Gutschein habe ich dann schon mal saved. Und dann habe ich hier so ein paar Geschichten drin. Einmal Feel Fantastic, da ist dann so ein bisschen auch die Information, hey, guck mal, du kannst es online scannen und dann nochmal ein bisschen mehr zu erfahren, also auch zu den Düften. Dann haben wir nämlich in so einer Miniaturgröße, was ich toll finde, das La Vie Belle von Lancôme. Da sind drin, oh, ich kann es nicht lesen, Leute, ich würde sagen 10 Milliliter oder 7,5. Ich schreibe es euch hier mal rein und auch den Wert davon. Ne? Das ist ein Klassiker. La Vie Belle, ich glaube, das kennt so gut wie jeder. Habe ich eigentlich auch da. Habe ich jetzt nochmal da. Finde ich schön. Nee, habe ich nicht da. Das war mir runtergefallen. Sehr cool. Genau, ich hatte das nämlich in so ein Aufbewahrungsding gestellt und dann ist es mir einfach runtergefallen. Ganz toll. Unser Badezimmer hat noch lange danach gerochen. Hier habe ich jetzt noch etwas mit dabei und zwar das Alien von Mugler oder Mugler. Heißt das Mugler oder Mugler? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier haben wir 10 Milliliter drin, dann ist in dem anderen sicherlich auch 10 Milliliter drin enthalten. Das müsste ich sogar noch in... Nee, das habe ich noch gar nicht. Das finde ich jetzt gerade richtig cool. Ich glaube, das Goddess habe ich nämlich in so einer langen Sprühgeschichte. Und ich meine, dass es auch mal in so einer Fragrance Edition drin war. Ich meine nämlich, dass ich das bislang noch nie in einer größeren Geschichte als in sowas drin hatte. Also als in so einer kleinen Mini-Parfümprobe. Und das riecht, also entweder man mag es oder man mag es nicht, ne? Das muss man wirklich sagen. Es riecht eigentlich echt abgefahren toll. Ja. Das riecht gut, aber ist das wirklich das Normale? Nee, das ist das Goddess auch. Okay, okay, das ist das Goddess. Ach Mann, ich hätte jetzt gedacht, dass es das andere gewesen wäre. Dann habe ich das jetzt zweimal, aber es riecht sehr gut. Also es riecht halt blumig, es hat halt nicht dieses klassische... was man so von dem Alien sonst kennt. Ne? Da wirst du ja fast schon von überrannt von dem Duft her. Hier hat man dann eher was Leichteres, was natürlich auch zum Frühling ein bisschen besser passt. Aber, ach Mann, da hätte ich jetzt echt... Habe ich... Ja, das ist wie es ist. Na gut, dann habe ich jetzt hier noch... ich gehe jetzt einfach mal von groß zu klein. Ne? Das Giorgio Armani Sea Eau de Parfum mit 7 Millilitern haben wir in so einem Sammelflakon hier drin. Hatte ich auch schon in Originalgröße da, ist dann irgendwann aber dufttechnisch für mich zu intensiv gewesen. Und diese kleinen Miniaturen, die gebe ich auch immer weiter. Also die sammle ich übers Jahr und dann mache ich am Ende des Jahres so ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Und ich rieche gerade, dass das Alien Goddess halt wirklich voll meins ist. Ne? Das riecht halt auch so ein bisschen süß. Naja, das Sea ist sehr, sehr schwer. Man muss es mögen. Ne? Ich habe davon irgendwann halt leider Kopfschmerzen bekommen. Dann haben wir das Yves Saint Laurent Libre. Das habe ich mittlerweile auch in der Originalgröße, habe ich mir letztens selber gekauft bei Lookfantastic. Auch da kann man dann ein bisschen drauf sparen, Leute. Ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht, 7,5 Milliliter sind hier drin. Genau, und das ist halt auch so ein Sammelflakon. Das ist ein Duft, würde ich persönlich jetzt einfach mal sagen, auch so ein Alltagsduft, der aber so einen Hauch von Eleganz noch mit dabei hat. Ne? Also das ist nicht so schwer wie das Sea, finde ich persönlich, ist aber definitiv auch nicht so luftig locker leicht wie das Alien Goddess. Genau, also das ist halt wirklich so für... wenn man es einfach auch ein bisschen intensiver mag. Ne? Und ich glaube, jeder hat diesen Duft auch schon mal irgendwie gerochen.
Und dann haben wir hier noch mit dabei, dass Valentino Donna, born in Roma, Green Stravaganza oder Parfum mit 6 Millilitern. Ich meine, dass ich das letztens in der gelben Variante auch schon mal hatte. Und ja, jetzt haben wir das in der grünen Variante, aber auch das ist halt wieder so ein Sammelflakon und da ist halt kein Sprayer mit dabei. Ne? Dann gebe ich die halt immer weiter, weil klar, die kannst du dir auch umfüllen. Ich habe auch so Sprayer, wo ich das einfach reinfüllen könnte. Ne? Muss ich auch nochmal bei dem einen oder anderen überlegen. Aber es ist halt zu schade drum, weil ich weiß, dass viele auch diese kleinen Flakons so sammeln. Und ja, deswegen, da möchte man halt auch irgendwie, wenn ich jetzt hier so die Möglichkeit habe, gerne einfach auch ein bisschen Liebe weitergeben. Genau, das waren dann die drei Miniaturen, die wir haben. Zwei diese Spray-Dinger, was ich richtig gut finde. Und dann haben wir noch zwei Proben halt mit dabei. Einmal das Yves Saint Laurent Libre in der Variante L'Absolu Platine. Das ist ja die ganz neue Variante. 1,2 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt gerade das Alien Goddess natürlich drauf gesprüht. Aber das hier wäre natürlich etwas, ich glaube, das nehme ich auch mal mit runter, dass ich das mal teste so für mich, weil ich das einfach auch sehr interessant finde. Ne? Also manche Düfte, das catcht mich halt schon. Ne? Wahrscheinlich auch manchmal wegen der Werbung. Und dann haben wir auch noch das Giorgio Armani C als Intense hier mit dabei. Gar nichts für mich dann tatsächlich. Sind das jeweils 1,5 Milliliter dann in diesen kleinen Dingern? Das weiß ich. Hier sind 1,2 drin. Auch 1,2. Das ist natürlich auch irgendwie, ehrlich gesagt, mal so ein bisschen interessant. Die Parfümhersteller scheinen jetzt auch ihre Proben umgestellt zu haben von 1,5 oder 2 Millilitern, was man sonst ab und an mal gekriegt hat, auf 1,2. Nun, das hier wäre dann die Look Fantastic Parfüm Edition gewesen. Also im Prinzip bekommst du für die 65 Euro, für die du ja bezahlt hast, nochmal diesen 65 Euro Gutschein plus dann nochmal diese Miniaturen und Proben, was ich gut finde. Also muss ich wirklich sagen, das ist immer wieder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch ein guter Schnapp, den man eigentlich macht, ne? Weil ganz egal, welche Parfums sich hier drin befinden, du hast ja den 65-Euro-Gutschein, mit dem du dann ja auch shoppen gehen kannst. Also das Geld ist ja nicht ausgegeben in dem Sinne, dass es weg ist, ne? Von daher finde ich das okay, ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr diese Fragrance-Edition findet. Ich weiß nicht, ich glaube, alle halbe Jahr oder so kommt das. Oder, was ich schlau finden würde, wenn das immer so Richtung, war nämlich jetzt auch so, wenn das Richtung Weihnachten käme und Richtung Ostern zum Beispiel, kam das jetzt ja auch raus, ne? Dann ist die Frage, wann kommt die nächste Edition? Bin ich gespannt drauf. Jetzt kommen wir zum nächsten Unboxing. Und zwar habe ich hier Look Fantastic The Box aus dem Monat April. Habe ich selber auch im Abo, sodass ich quasi meine Box, die sich hinter mir befindet, an einen von euch verlose. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Ne? Schau gerne mal rein. Und diese hier habe ich von Look Fantastic zugeschickt bekommen. Denn ich habe ja auch die Kooperation, sodass ich dort halt euch auch die Produkte aus dem Online-Shop vorstelle. Ich bin aber auch natürlich selber weiterhin dort Kundin. Ne? Und ja, das hier ist die Box. Ab 17 Euro kostet die. Und diesen Monat bekommt ihr mit meinem Code CLAUDIWELT auf das flexible Abo, ich glaube, 10% Rabatt. Schaut gerne mal dort vorbei, wenn ihr möchtet. In der Infobox ist auch dazu der Link reingesetzt. Wir haben hier 6 Beauty-Produkte mit einem Warenwert von mindestens 60 Euro immer drin. Und wir erwarten hier oder können hier erwarten, auch relativ hochwertige Marken zu bekommen. Das finde ich immer ganz spannend, muss ich sagen. Ne? Also es sind meistens etwas kleinere Größen, aber dafür echt hochwertige Marken. Und manchmal werden wir halt auch echt von dem ein oder anderen sehr überrascht. Genau, hier haben wir immer das Kärtchen, wo man den QR-Code scannen kann, um die Produkte nochmal zu entdecken und um das Motto etwas besser kennenzulernen. Da ist jetzt tatsächlich das Heftchen eher auf Englisch und ja, ich denke, wir haben hier einfach ein frühlingshaftes Motto, sodass wir hier mit den Produkten den Frühling einleuchten dürfen. Okay, hier haben wir dann einmal den Inhalt und die Frage ist natürlich, warum habe ich gerade gelacht? Naja, weil ich hier Alien drin habe. Und zwar das normale scheinbar. Nein, das Hypersense. Oh, spektakulär. 1,2 Milliliter. Das finde ich auch irgendwie cool. Dann riecht das noch intensiver als das normale. Auch das nehme ich mir mit runter mal zum Testen. Ich weiß nicht, ob ich das so feiere, wenn man halt so diese super intensiven Düfte hat. Ne? Also, dass man quasi den Duft, der ja per se schon intensiv ist, noch mal intensiver macht. Oh mein Gott. Also da muss ich ein bisschen mit meinen Kopfschmerzen auch ein bisschen aufpassen. Dann machen wir mal weiter. Hier habe ich auch noch was schön Duftendes drin. Und zwar von The Ritual of Sakura. Das ist die Magic Touch Body Cream mit 70 Millilitern. Da haben wir Reismilch und Kirschblüte drin. Das ist auch meine liebste Reihe. Es gibt ja auch diese neue Reihe Ritual of Yosakura. Da habe ich euch auch diese neue Geschenkgeschichte mal vorgestellt. Übrigens eine super Idee zum Muttertag. Genauso wie auch hier solche Boxen zum Beispiel. Ne? Das ist nämlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeden Fall
mochte ich das sehr, sehr gerne als Duschschaum. Oh, richtig, richtig gut. Aber als Bodycream fand ich das Yosakura gar nicht mal so lecker auf meiner Haut. Das war ein bisschen muffig. Wohingegen ich bei Ritual of Sakura sowohl das auf meiner Haut sehr gerne mag als Bodycream, als auch als Duschschaum, aber nicht als Raumduft. Ja, manchmal ist das auch irgendwie ziemlich abgefahren, wie man Düfte auch so wahrnimmt, weil im Prinzip sind es ja die gleichen Duftrichtungen, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir das hier drin, finde ich sehr schön. Eine Bodycream kann man auch wirklich ganz gut hierzu gebrauchen, muss ich wirklich sagen, ne? Genau, dann habe ich hier noch etwas mit am Start und zwar habe ich auch letztens leer gemacht, fand ich sehr schön von Elemis, dem Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Da sind 30 Milliliter drin und das ist ein Reinigungsgel oder Reinigungscreme-Produkt fürs Gesicht, was man halt nehmen kann, um sich entweder morgens das Gesicht zu reinigen oder abends als zweiten Schritt vom Double Cleansing, wenn man sich halt abschminkt. Ne? Ja, sehr mild, sehr angenehm, mochte ich schon, gerne leiden. Ich hatte halt nur da auch in meinem Aufgebraucht-Video gesagt, dass ich das mir sehr wahrscheinlich für das sehr hochpreisige Geld nicht unbedingt hole. Aber mich immer darüber freue, wenn es in solchen Boxen drin ist, was hier ja mal wieder am Start ist. Ne? Finde ich sehr klasse. Dann haben wir hier von Glow Picture Perfect Make-up, ein Make-up-Sponge. Das ist praktisch. Ich mag gerne Make-up-Sponges. Und ich wusste nicht, dass Glow auch solche Sachen hat. Ich meine, dass ich da auch letztens mal irgendwas Pinselmäßiges von gesehen hatte. Aber ja, jetzt haben wir das hier als Schwämmchen. Ich verwende halt super gerne Schwämmchen und das fühlt sich ganz toll an. Richtig schön fluffig und das macht man ja tatsächlich auch, wenn man das Make-up dann einblendet, etwas feucht, ne, etwas nass und dann benutzt man das halt feucht im Gesicht und das stelle ich mir richtig angenehm vor. Das ist schön. Das ist toll. Das kommt dann auch sehr wahrscheinlich ins Fullface Beauty Boxen. Das ist so ein Format, wo ich dann auch die Make-up-Produkte, die dekorative Kosmetik aus den Beauty Boxen dann auch nochmal euch in Anwendung zeigen kann. Was sich ebenfalls in dieser Box verbindet, ist ein Cream Blush von CRT London. Ich habe euch dazu auch schon mal ein Fullface abgedreht, weil ich die Marke sehr interessant fand. Die habe ich durch die Look Fantastic The Box und auch durch die Glossy Box kennengelernt und habe mir dann den Rest vom Schützenfest einfach so selber gekauft, was halt meinem Teint entspricht. Und ich war sehr positiv überrascht und habe auch nach wie vor noch allerhand Produkte von denen. Da, genau. Hier haben wir 5 Gramm drin und das ist die Farbe Fancy. Das finde ich fancy. Und ich mag einfach dieses süße Design, das CRT London damit bei hat. Schaut so aus, ist in einem Tübchen. Cream Blushes sind nicht unbedingt meine präferierte Textur von Blush, aber ich finde 5 Gramm auf jeden Fall eine faire Größe, um es irgendwann mal aufbrauchen zu können, bevor es halt kippt. Und die Farbe sieht so schön aus. Das machen die in letzter Zeit echt gut, finde ich persönlich, dass man in den Boxen auch wirklich ja, dann Turn-Produkte in Farben findet oder auch Lippenprodukte, die jetzt nicht allzu verrückt sind oder allzu sehr den Charakter haben, die müssen jetzt irgendwie raus, ne? Also so auf den ersten Blick sieht es doch sehr dunkelbeerig aus, ne? Und dann schauen wir mal, wie sich das so verblenden lässt. Ist wirklich cremig. Oh, wird das matt? Kann das wohl sein? Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es dann zu dunkel auf der Haut wäre. Das ist aber wirklich eher so ein kühlerer, beeriger Ton, ne? Aha, hätte ich für mich jetzt persönlich eher so Richtung Herbst gesehen. Aber schön finde ich es allemal. Also das wird auch auf jeden Fall mal dann im Gesicht ausprobiert. Ich bin jetzt ja halt schon geschminkt. Als nächstes habe ich hier was drin von ja, We Are Paradox Volume Blow Dry Spray Instant Root Lift plus Mega Volume. Okay, das machst du dir in die Haare, an den Ansatz auch richtig dran mit 30 Millilitern. Und dann soll das quasi auch Volumen am Ansatz geben. Finde ich interessant, ist auch eine schöne Größe für die Reise zum Beispiel. Ne? Denn 30 Milliliter ist jetzt keine riesige Größe, aber es ist eine faire Größe, finde ich persönlich. Wir haben hier eine Metallumverpackung. Dann den Sprayer mit dabei und da soll man dann eine Walle-Walle-Menge von kriegen. Finde ich auf jeden Fall cool. Und da haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Produkte plus halt die Probe von Alien hier mit dabei. Und dann haben wir noch eine Maske am Start von Beauty Pro. Und zwar Squalan Nourishing Facial Sheet Mask mit Olive, Passionsfrucht und Orange. Anti-Aging Formula. Also diese Beauty Pro Masken finde ich richtig gut. Ganz ehrlich, die habe ich jetzt auch schon öfters mal da gehabt und die sind sehr, sehr angenehm, sehr, sehr nährend. Squalane sprechen ja auch dafür, dass das Ganze sehr nährend sein wird. Und ja, denn Squalane ist, glaube ich, das vegane Kollagen, wenn ich mich richtig erinnere. Olive ist natürlich auch eine sehr hautberuhigende Sache, Passionsfrucht und Orange würde ich jetzt persönlich eher so in die belebende Kategorie einstufen. Aber das wird ausprobiert. Finde ich echt schön, dass wir hier auch eine Tuchmaske mit dabei haben. Und noch ist es, ich meine, es ist schon warm. Ja, ne? Aber noch würde ich jetzt so
Gesichtsöl, also Squalan ist es dann ja, ne, auch verwenden, wenn es jetzt noch wärmer wird, im Mai vielleicht oder so, oder vielleicht auch im April, man weiß es nicht, dann würde ich jetzt eher weniger sowas brauchen, solche nierenden Sachen, aber nee, finde ich sehr interessant, vor allem, wenn man vielleicht so einen Tag draußen verbracht hat und die ganze Haut sehr warm geworden ist und dann auch die Feuchtigkeit benötigt, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil Squalan, dieses, ich bin so ein kleiner Erklärbär manchmal, es tut mir leid, aber ich glaube, es ist auch ganz hilfreich manchmal. Squalan und Olive, ne, als Inhaltsstoffe sind dann ja eher ölig, so vom Charakter her, sodass sie jetzt nicht in die Haut eindringen, um dort die Hydralisierung der verschiedenen Hautschichten zu geben. Das ist dann eher so die Hyaluronsäure zum Beispiel, die wahrscheinlich ja auch noch mit dabei sein wird, sondern die sind dann mehr wie so ein Schutzschild, das quasi die Hautfeuchtigkeit nicht so verdunsten kann, ne? Und dementsprechend ist es eigentlich dann auch mal eine ganz angenehme Geschichte, aber eher für abends, würde ich sagen. So, Erklärbär Ende. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung über die Look Fantastic The Box aus dem Monat April in die Kommentare. Ich finde, dass sie richtig schön gestaltet ist. Ich mag die Marken, die hier drin sind, richtig gerne. Ich finde dieses Verhältnis dekorative Kosmetik und Pflege, das ist richtig gut gewählt. Also da haben wir wirklich viel, viel, viel Schminkikram drin. Also durch den Blush, durch den Beauty-Schwamm und auch durch das Parfum. Für mich sind das halt alles drei dekorative Schätzeleins. Ist das schon toll, ne? Also mein Go habt ihr auf jeden Fall für diese Box. Und was ich auch immer sehr sympathisch finde, bei Look Fantastic habt ihr nicht nur den Inhalt von The Box online stehen, sondern auch von den Limited Edition Boxen, wo es, glaube ich, sogar noch die Espa Edition geben müsste. Das heißt, das Ganze ist super transparent. Es ist nie die Katze im Sack zu kaufen, es sei denn, du hast vielleicht mal das ein oder andere Auswahlprodukt. Aber auch das steht alles auf der Homepage. Und das finde ich einfach toll, ne, ihr Lieben. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, Verlosung habe ich auch noch mit am Start. Und dann war es das hier auch schon, Laberababer. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.